Und damit ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von den Scrap Challenges. Mit dabei ist der Mr. Justcraft. Hallo, ich muss mich räuspern hier erstmal. Mensch, ey. Der Simon. Hi. Und der Nico 123. Hallo. In der heutigen Folge habe ich was Schönes vorbereitet für euch Dreien. Und zwar, wir haben eine stinknormale Bauzeit von 30 Minuten, keinerlei Einschränkungen. Und danach, das kleine Special kommt beim Battle. Das erfahrt ihr dann aber später. Ich möchte jetzt noch nicht zu viel verraten, weil sonst werdet ihr vielleicht auch irgendwelche Sachen einbauen und so weiter. Das wird erst nachher verraten. Okay, also jetzt einfach Fahrzeug bauen. Fahrzeug bauen, ihr könnt fliegen, ihr könnt fahren, ihr könnt... Okay. Was gibt's noch? Fliegen, fahren, alles. Ja, ihr könnt alles machen, was ihr wollt. Genau, 30 Minuten habt ihr und danach, wie gesagt, das kleine Special beim Kampf. Ja, ich hätte einfach mal gesagt, begebt euch mal auf eure Plätze. So, Simon ist an seinem Platz, Nico ist an seinem Platz. Ei, ei. Jeder an seinem Platz? Ei, ei. Ja, so. Alles klar, dann muss ich kurz nicht Discord aufmachen, sondern die Uhr. Und dann laufen 30 Minuten ab jetzt. Viel Spaß. Boah, du bist aber weit weg. Mensch. Muss ja lohnen, dass du mal herfährst. Ja, aber echt, ey. So, du hast natürlich hier ein wunderschönes Radio aufgebaut. Irgendwelche Pläne für diese Folge? Nö. Wie immer, ich habe keine Pläne, ich leg einfach los. Ich baue soweit ich komme. Ich baue vielleicht irgendwas Witziges ein. Vielleicht baue ich wieder was ein, was ich gar nicht brauche. Und was ich erst später feststelle, dass ich das überhaupt habe. Ja. Dann alles. Vielleicht da irgendwas einbauen, wo du danach denkst, oh, es ist nicht angeschlossen. Das hoffe ich dieses Mal nicht. Ja, das hatten wir jetzt aber auch nicht nur bei dir, sondern auch bei den anderen des öfteren Mal. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt. Du kannst gern Sachen einbauen, wo vielleicht auch dann der Gegner nicht weiß, was du damit machst. Okay. Um mal vielleicht so einen Tipp einzubauen für nachher. Weiß nicht, ob das irgendwie was hilft. Aber ich sehe schon, du möchtest vorne. Okay. Interessante Lenkung auf jeden Fall. Habe ich, glaube ich, so noch nie probiert. Also ich sag jetzt mal. Auch einfach mal aus. Also ich sag jetzt mal so, ich glaube, den Tipp gebe ich auch jedem. So ein Drollschalter am Fahrzeug wäre schon. Also wäre schon lustig auf jeden Fall. Ein Drollschalter? Ja. Wo du natürlich weißt, es ist ein Drollschalter. Okay, ich kann mir gut vorstellen, was jetzt rausläuft. Wenn es danach darum geht, ja, du nimmst jetzt die Runde gespielt, jetzt nimm das Fahrzeug am nächsten. Vielleicht. Aber den Tipp kriegt jeder nachher. Okay, den Tipp kriegt jeder. Ja. Ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was das wird. Ich hab, glaube ich, noch nie eine gemeinsame Lenkung gemacht. Also bei mir war die Lenkung, glaube ich, immer jedes Rad separat. Ich bin mal gespannt, was daraus wird. Separat. Ja. Ach, schön, schön, schön. Jo, dann noch viel Spaß. Danke, danke. Zeit? 26 Minuten. Also noch jede Menge Zeit. Alles klar. Viel Spaß. Oh, danke, danke. Ja, interessanter Tipp natürlich. Ich bin mal gespannt. Ich werde ihn jedem geben. Und ja, ich bin gespannt, was die einzelnen Personen daraus machen, aus diesem Tipp. Ich glaube, Simon hat schon, er hat es ja schon gesagt, er hat eine leichte Ahnung. Wollen wir mal sehen. Oh, ich wollte jetzt eigentlich zu Nico, aber ich fahre jetzt einfach mal Luca, so. Ich habe eine Vermutung, du machst Spinnenärmchen. Ja, das ist gar nicht mal eine, sag ich mal, nicht falsche Vermutung. Okay. Also, ich habe mir, muss ich ehrlich gestehen, bei dir ein paar Sachen abgeguckt. Bei mir? Aber ich bin doch kompletter Scrap-Anfänger. Aber da waren so ein paar Sachen dabei, die haben mir ganz gut gefallen, beziehungsweise die ich gut verwenden konnte. Und zwar minimalistisch bauen. Also ich glaube, wenn ich weiterhin große Autos baue, damit habe ich keine Chance. Dafür aber viel Power einbauen. Aber diese Spinnärmchen, die sind, finde ich, immer Gold wert. Ich
glaube, dadurch ja. bist du auch mehr mit rausgeflogen. Und die werde ich trotzdem einbauen und ich werde halt das Gestell ein bisschen größer bauen. Okay. Damit ich immer noch in die Breite gehen kann, aber trotzdem mich irgendwie mit den Tasten bzw. mit den Dingern hier zum Hochschieben, Schubdüsen. Ja. Mich lass dich aber nicht durch mich ablenken, weil du baust ja gerade. Nee, nicht. Alles gut. Okay. Ich muss gerade selbst erstmal gucken, wie ich das weiterbaue, aber okay, ich hatte halt so den Plan, dass ich den hier dann auch gar nicht mal so weit, ich würde jetzt nur 6 irgendwie nach unten gehen. Dass du eher in die Breite gehst, also dass man wirklich halt jemand unter dir durchfahren kann. Ja, ich wollte halt nicht zu hoch, also ich glaube, man kann so unter durchfahren, aber das Problem war halt, wenn du immer zu hoch gehst, dass wenn jetzt zum Beispiel Simon kommt, ich glaube, der hat den Trick auch durchschaut, der konnte mich dann am einen Bein packen und konnte mich dann immer so drehen, wie er wollte. Mm, ja. Und wenn ich dann halt nicht in die, sag ich mal, Höhe, also nicht so weit in die Höhe gehe, in die Breite, dann bin ich vielleicht ein bisschen stabiler. Ich muss jetzt auch erstmal gucken, ja. wie ich das mit dem Gestell mache. Ob ich das nur hinten so mache? Ich habe mich entschieden, weil ich habe ja recht wenig zu dem Battle nachher gesagt. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, Simon hat den Tipp auch gekriegt, den Tipp wird jeder bekommen. Ich sag mal so, eventuell irgendwas einbauen, was die anderen abfuckt. Ich sag jetzt mal irgendwie einen Schalter im Fahrzeug, irgendwie so ein Drollschalter. Das ist so der Tipp für nachher. Ein Trollschalter, also ein Schalter beispielsweise ohne Funktion oder der, sag ich mal. Mehr kann ich nicht sagen. Ein, wo du halt auch die anderen mit abfacken kannst. Also so ein Trollschalter für die halt. Ich habe so eine Vermutung, worauf es hinausgeht. Ich darf aber keine Fragen stellen, ne? Nein. Das ist, okay. Das ist mein Tipp. Den kriegt aber auch jeder, wie gesagt. Okay. Ja, ich gucke mal. Davon bin ich gar nicht jetzt rausgegangen. Jetzt muss ich erstmal überlegen, wie ich das jetzt baue. Ja klar, aber ich sag mal so, bevor ihr da überhaupt keine Ahnung habt, dann gebe ich lieber einen Tipp. Und ja. Mit dem könnt ihr dann schon mehr anfangen als mit gar nichts. Und ich denke mal auch, dass es durch diesen Tipp, eventuell wenn es jemand macht, oder wenn es auch dann jeder macht, dann deutlich auch interessanter wird. Die Folge. Und lustiger. deshalb habe ich mich halt dazu entschlossen, den Tipp dann trotzdem zu geben. Ein Trollschalter. Ja, aber mehr gibt's dazu nicht. Aber ich sehe schon recht einfach. Eckiger Kasten, Spinnenärmchen, ein paar Schubbüchchen. Und dann das Standardprogramm. Genau. Und du möchtest fliegen. Ja, ja, ich weiß, beim letzten Mal habe ich es nicht gebraucht, aber vielleicht, das wird man später noch sehen, da kommt noch ganz, ganz viel Power rein. Ich probiere mal, ob das jetzt so klappt, wie ich es mir vorstelle tatsächlich, dass wenn ich jetzt hier das Radlein ransetze und hier auch. So. Es fällt mir ein, jetzt, ich habe gar keinen Platz für den Motor. wo kommt der Motor denn jetzt hin? Warte mal. Das ist doch nur, da ist ja ewig viel Platz. Also, ich muss aber da noch, ist ja. Das ist die Schubdüse, die geht ja bis jetzt nur, die würde mich von dort wegschieben, also von der Seite hier, von da, wo ich jetzt hier, das sag ich mal, von meiner Fahrtrichtung. Wenn ich jetzt aber noch andere Schubdüsen einbaue, wie mache ich denn das? Da muss ein Motor rein, noch zwei weitere oder eine weitere Schubdüse. Naja, wir haben ja auch ein paar Mods installiert, vielleicht klickst du dich da mal durch. Naja, ich guck mir mal das Mods-System an. Guckst du mal, viel Spaß noch. Danke. Knappe 20 Minuten sind es noch. Ah, müsste ich hinkriegen, hoffe ich. Viel Spaß. Danke. Hi. die Konstruktion kommt mir etwas bekannt vor. Echt? Ja. Das war nämlich meine Grundkonstruktion in der Folge 8. Ah. Cool. Ernsthaft? Lol. Ja. Also zumindest, ich sehe keine Räder, du möchtest fliegen. Lol, wie hast du das jetzt hingekriegt, dass du fliegst? Ich hab Schubdüsen unten. Aber du hast nicht mit Sensoren. Nö. Okay. Einfach nur die 1. Okay. Und so gemacht, dass ich nur ganz leicht über dem Boden schwebe. Ich möchte nicht fliegen, ich möchte nur ganz leicht über dem Boden schweben. Genau das wollte ich auch, aber ich hab's nicht hingekriegt. Ja, und wie du siehst, ich gleich mit so schweren Blöcken aus. Ja. Boah.
Ja, plus für dich, ich weiß, du hast es jetzt 10 Minuten später gekriegt. Jeder kriegt einen Tipp bezüglich dem Battle nachher. Okay. Und zwar irgendwie im Fahrzeug, sag ich mal, irgendwie, keine Ahnung, ein Taster oder einen Schalter einbauen, mit dem man die anderen abfuckt. Also irgendwie so ein Drollschalter oder so in die Richtung. Ja, das ist der Tipp. Ein Tipp? Ja. Ein Schalter, mit dem man wen trollt oder abfuckt? Ja, genau, weil dann, man könnte es prinzipiell so sagen, du kennst dein Fahrzeug. Mhm. Ja. Ah! Okay. Dann habe ich schon eine Vermutung, in welche Richtung es geht. Ja. Och nee! Ja, dann kann man das ganze Fahrzeug bauen, das es abfuckt. Natürlich, klar. Moment mal. Das heißt, ich brauche einen Knopf nochmal dazwischen und dann den hier. Natürlich, klar. Du kannst bauen, was du willst. Soll ich dich runter machen? Ja. So, also ich habe so schweben hin und her. Ja, es sind zwei Blöcke, die fehlen, ich weiß. Aber, genau. Damit fahre ich jetzt nach vorne. Mhm. Bauen wir nochmal. Plop, plop, so. Okay. Ja, so habe ich das tatsächlich auch versucht auszugleichen. Bei mir vor zwei Folgen. So. Jetzt schwebst du gar nicht mehr. Wenn man mit Schubdüsen arbeitet, kann man natürlich nicht mit WASD arbeiten. Ja, natürlich, klar. Ja, so. Das ist echt gut. Vor allem, ich glaube, du stößt ja so auf jeden Fall immer gegen die Arena-Beschränkung. Genau. Hoch. Und dann, hoch. Wenn man zu hoch kommt, einmal kurz so und dann ist wieder gut. Ja. Genau das wollte ich auch, aber ja, ich habe halt so einen Wobbelfisch draus gemacht. Ja gut, dann Okay. Aber jetzt hat jeder den Tipp gekriegt. Ich bin gespannt, okay, was jeder draus macht. Ja. Dann habe ich schon eine Idee. Ich freue mich schon auf die Battle. Oder auf die Battles nachher. Mhm. Ja. So. Aber eins ist klar. Eins ist klar, Nico. Mhm. Hier, der Schalter muss schwarz sein, ja? So, jetzt muss ich alle Schalter nochmal neu mappen. Oh Gott, okay, viel Spaß. Hi. Nee. Hallo Simon. Hast du schon einen solchen Knopf eingebaut oder noch nicht? Einen Knopf? Einen Trollknopf. Kannst du ja mal selber kurz einsteigen und die Null drücken. Die Null? Wie viele Knöpfe hast du? Oder? Gefällt mir. Die meisten Knöpfe machen nichts. Okay. Okay. Gefällt mir, Simon. Eigentlich sind nur die Knöpfe 1 bis 3 drin. Okay, ja gut. Ja, Schubdüsen halt ganz normal, oder? Ja. Ja, ganz normal ist ein bisschen schwierig gesagt. 1, 2, 3. Okay, ja gut. Ich bin gespannt, ob das jemand drücken wird. Einziges Problem, das ich halt habe. Ja. Wobei, ich werde den jetzt auf die 4 legen. Du willst noch was machen, was du noch nicht geplant hast? Fuck, ich muss die ganzen Schalter wegmachen, damit es die 4 gibt. Oh, nee. Wie viel Zeit habe ich noch? 10 Minuten. Das Problem ist leider, ich weiß nicht so ganz, das Fahrzeug könnte vermutlich umkippen, ich weiß allerdings nicht wie. Ist halt schon schwer, das Ding. Okay.
Ich weiß allerdings, ob ich nicht doch irgendwas machen sollte, was dagegen tut. Wäre zumindest eine Überlegung, ja. Wenn ja, was? Vielleicht einfache Ärmchen zum Umkippen? Wenn du umgekippt bist? Meinst du schon wieder, das Ärmchen ranbauen? Ja gut, es ist halt prinzipiell die einfachste Möglichkeit, dich wieder in den Normalzustand zu bringen. Das ist richtig, aber ich habe also das Gefühl, ich baue das jedes Mal hin, deswegen. Ja gut, das Gefühl habe ich auch, aber es hilft halt. Aber wir nehmen einfach jetzt mal andere. Dann nimmst du jetzt andere. Die sind jetzt rot. Ja, eben. Ich mein anders. Aber ansonsten ist das Fahrzeug halt schon echt gut, finde ich, weil es halt diesmal sehr schwer liegt. Ja, es ist alles mit Metall gebaut, wa? Ja. Richtig. Und das Wichtige, was mir halt in dem Fall war, es ist ziemlich niedrig. Und ja. Gas geben und das ganze Beschleunigungszeug läuft mehr über die Schubdüsen als über irgendwas anderes. Das ist absolut richtig. Den Motor kannst du eigentlich so gut wie vergessen. Den Motor brauchst du mal kurz zum Anfahren oder zum Lenken, aber für was anderes brauchst du den Motor einfach nicht. Der hat einfach viel zu wenig Power. So, jetzt noch ein Disco-Licht da oben drauf, oder? Ach, schön. Okay, ja, gut. Das Fahrzeug sieht doch schon recht zuverlässig aus. Ich guck mal bei den anderen nochmal rein. Ja, schau mal vorbei. So, wie gesagt, speichern nicht vergessen, natürlich. Moment. Kann ich nochmal darauf zurückkommen? Deine Aussage war klein und kompakt. Ja, es ist ein bisschen größer geworden. bin ich aber, sagen wir mal so, gar nicht unzufrieden mit, weil sollte ich einmal wirklich auf dem Kopf liegen, also ich kann so gesehen gar nicht auf dem Kopf liegen, weil ich oben und unten Räder habe und jetzt an den Seiten hatte ich noch vor, wenn ich jetzt nochmal die Blöcke einbauen kann. Okay, darf ich dich was Blödes fragen? Ja. Was ist, wenn du auf der Seite liegst? Auf welcher? Auf der da. Auf der Seite. Dafür habe ich Schubdüsen. Wo? Hoffe ich zumindest. Innen drin ist alles voller Schubdüsen und hinten sind auch noch Schubdüsen dran. Und Kartoffelkanonen. Genau, das sind Trollen. Ich weiß nicht, ob du das damit gemeint hast, aber ich weiß es nicht. Wenn ich da ein bisschen mit rumfahre und deren Scheiben einschieße, ich weiß nicht, ob das was bringt. Und ich hatte die Schubdüsen erstmal alle auf 100, weil ich dachte, umso kleiner, umso weniger Kraft. Und dann bin ich einmal nach, keine Ahnung, so Simon da hinten hingeflogen. Geht durch die Kartoffelkanone Holz kaputt? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Hast du dein Fahrzeug? Warte mal. Muss ich kurz testen. Das sind die automatischen, wa? Sind die gleich wie die, wo du von Hand hast? Ja. Müssten eigentlich. Warum habe ich hier zwei Motoren drin? Wie heißt die Kartoffel? Das ist montierbare Kartoffelkanone. Genau, montierbare Kartoffel, irgendwas so. Ja, komm mal hierher und schieß mal das Holzding hier ab, wenn das geht. Weil wenn das kaputt geht, dann hätte ich tatsächlich eher gesagt nein. Dürfte eigentlich nicht, aber ich kann gerne mal gucken. Mit deinem Fahrzeug. Achso, mit dem Fahrzeug, ja, ich hoffe, ich kann da schon hinfahren. Ich hoffe, ich kann da schon hinfahren. Ah, vielleicht sollte ich das vorher nochmal belegen. Ist gerade ganz schön schwammig hier. Ah, jetzt weiß ich auch, was jetzt fällt mir gerade noch ein. Was hier fehlt. Also. Ich sehe jetzt nicht, dass die kaputt gehen. Also war nicht der Plan. Wenn nicht, tut es mir für die anderen leid. Ist mir zwar egal, aber. War das jetzt? Nee, okay. Ich hab die, glaube ich, falsch blickt gerade. Nee, ja, gut, die Frage ist halt, was du damit anrichten willst. Eigentlich, ich weiß nicht, vielleicht hat irgendwer ein Glasauto gebaut. Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Es war jetzt so ein bisschen zum Trollen. Aber ich sehe gerade, ich muss das mal nochmal verkabeln. Mhm. 5 Minuten Auto hast du noch? Oh Gott, oh je. Warte mal.
So, alles. Oh Gott, jetzt habe ich Zeitdruck. Hm. Unter Zeitdruck arbeitet man am besten, wa? Ja, fühlt sich gut an. So, ich guck mal nochmal zu Nico. Ich schreib's in den Chat, wenn vorbei ist. Jo. Kriegst du hin, wa? No problem. Ja, sieht gut aus. Bis später. Danke. Missy, wo ist Ihr Auto? Warum? Was ist das für ein Klotz? Ja, und ich muss jetzt glaube alles so viel wie ich kann jetzt noch umändern, weil diese flachen Blöcke, die haben wohl irgend so eine beschissene Eigenschaft, dass sie die Physik vom Spiel absolut komplett kaputt machen. Warum? Weil die gerne einfach in der Luft stehen bleiben oder so. Ich hab's auch noch nicht ganz verstanden, aber... Ich hab die doch auch verwendet, die haben 1A funktioniert. Aber vielleicht nicht im großen Stil wie ich, keine Ahnung. Aber du willst jetzt nicht alles ersetzen, als die Bodenplatte bleibt, oder wie? Ja, das... Und ich klappt dann auch so damit, aber... Okay. Weil ich hab, guck mal, wenn ich dann zum Beispiel so eine Schräglage mach... Ja? Ja, jetzt natürlich vor für Effekt. Wenn ich da mal so eine, irgendwie guck, dass ich eine Schräglage bekomme. Ja, vielleicht geht's jetzt, weil ich die meisten Blöcke schon ersetzt habe. Ja, vielleicht. Weil dann blieb's einfach so schräg in der Luft stehen und ich konnte nichts mehr machen. Also es war... Ja. Okay. Komisch. Vielleicht hast du Massen mit den Blöcken arbeiten. Vielleicht hat sie geholfen mit dem Umbau auf Holz. Ja. Wie viel Zeit noch? Oh. Ja, ich überlege okay. Moment mal. Schwerer Block. Frage an dich, hast du einen Trollschalter verbaut? Ja. Okay. Muss den nur finden, welche Nummer war das? Die 1. Moment. Muss dann auch noch mal was ändern hier. So, zack, zack. Wenn ich die 1 drücke, dann, ja. Okay, gut. Ja. Genau. Jetzt hast du mich aber abgelenkt. Mann, jetzt will ich eine Minute wieder. Ja. Kriegt noch eine halbe Minute, ich hab dich abgelenkt. Oh, wow. Ja, wunderbar, geklappt. Weil ich wollte noch diese schweren Blöcke durch Betonblöcke ersetzen. Vielleicht hilft es auch noch. Weil es dann wieder spieleigene Blöcke sind und damit dann vielleicht eher klarkommen. Ach, sind die Blöcke Modblöcke oder wie? Habe ich mich noch gar nicht so bemüht. Diese flachen Blöcke sind Modblöcke, ja. Okay. Dann baue ich halt Beton dahin. Was nicht. Was? Nee. Das war nicht der Knopf, den ich drücken wollte. Ja. Guck mal. Ich habe dann einfach eine Schräglage und die bleibt dann. So, hä? Ja, aber in meinen Augen hast du auch vorne. Du hast ja nur. Hast du die unterschiedlich eingestellt? Sind es die hier nicht unten? Ja, die sind alle gleich normalerweise. Ja, aber dann ist dein Auto nicht ausbalanciert. Ja, okay, aber warum bleibt es denn einfach auf so einer Kante stehen? Wenn es unausbalanciert wäre, dann würde es ja umkippen und nicht einfach auf einer Kante stehen bleiben. Ja doch, wenn es nicht ausreichend ausbalanciert wäre. Das ist die Scrap-Physik tatsächlich. Ja. Das ist einfach so. Weil würdest du jetzt volle Kanne nach oben machen, dann würdest du einfach in die Richtung wegfliegen. Das ist die Scrap-Physik. Weil Ding ist jetzt, so kann ich... Ich habe zwar einen anderen Block, mit dem ich nach vorne Gas geben kann, aber das macht es mir irgendwie ein bisschen kaputt. Naja. Ja. Wird schon also irgendwie schief gehen. Speichern. Hi. So, es sind alle eingetroffen hier in der Arena. Bauzeit ist vorbei. Jetzt geht es zum Battle. Und da habe ich euch ja allen einen Tipp gegeben. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze umgesetzt worden ist. Ja, wie machen wir das jetzt? Ich hätte einfach gesagt,
Wir gehen nach dem Alphabet. Das heißt, der Nico fängt an. Das heißt, Nico spawnt jetzt mal sein Fahrzeug. So. Also, zeigt es aber nicht, er lasst es einfach nur auf der Hebebühne. Okay. Also nicht vorführen, nicht vorführen oder sonst irgendwas, einfach nur. Ich hab's getauft, der Kasten. So. Gut, das ist Nikos Kasten. So. Ich habe schon Vermutungen, es tut mir jetzt schon leid. Ah, nicht reinsetzen. Hallo, 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 hallo. Hallo, hallo, hallo. Was geht da ab, Mr. Blondschopf? Ich wollte die Bequemlichkeit testen. Also okay. Empfehlenswert. Die ist okay. 1A. Gut, dann, Nico, einmal bitte in den anderen zwei Ecken auch noch platzieren. So, es begibt sich mal, die anderen beiden begeben sich mal zu einem Würfel, aber noch nicht reinhocken. Denn jeder hat jetzt 2 Leben, nicht 3 Leben. Wir werden das Ganze natürlich noch 2-mal wiederholen. Mit Simons und mit Lukas Fahrzeug. Es hat natürlich jetzt immer einer einen Vorteil. Das ist natürlich klar. Naja, auch Nico, du einmal raus bitte aus dem Fahrzeug. Okay. Wer hockt da schon drin, Simon? Nö, das köft. Achso. Ich habe nicht gesagt einsteigen, ich habe gesagt davor hocken. Ich kenne doch mein Fahrzeug. Ich habe nichts gedrückt. Hab nur Bequemlichkeit hier getestet. Ja. Also ich zähle gleich runter und bei 0 dürft ihr dann einsteigen und euch betteln. Ganz normales Battle, so wie immer. Genau. Wie gesagt, 2 Leben anstatt 3. Und ich hätte einfach mal gesagt, ich zähle mal runter. So. Achso, Nico, willst du noch kurz sagen, wie man einsteigt? Das ist vorne einfach durch die Scheibe durch. Vorne einfach den Sitz. Die Scheibe. Okay. Achso, ich dachte, da wäre eine Scheibe, sorry. Hat keine Scheibe, nee. Okay, also dann beginnt die erste Runde mit Nikos Fahrzeug in 3, 2, 1. Los geht's! Oh mein Gott! The fuck? What? Ich seh nix! Oh, oh! Ey. No? Ja? No. Nico kommt mit seinem eigenen Fahrzeug. Ja, es sind alle 3 auf. Oh, nein. Ich hab irgendwie die Knöpfe gedrückt. Ich krieg die nicht mehr aus. Oh, was ist das hier? Ich kann mich noch bewegen. Bewegen kann ich mich auch, das ist nicht das Problem. Irgendein Schalter hat keine Verbindung. Selbst Nico kommt mit dem Fahrzeug nicht zurecht, nee, das ist halt schon... So oh, 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 das war knapp, Simon, das war sehr knapp. Warte mal, was für Taste genau das ist. Das ist genau das, was ich meine. Ich habe keine Schubdüsen und ich habe eine Schräglage, das kann nicht sein. Also ich kann ihn noch rüber haben, so ist es nicht. Nico! Ich hätte nicht erwartet, dass jeder jetzt damit fahren muss. Ja, komm, dann mache ich einfach freiwillig so und bin raus. Oh, Simon hat's raus. Simon hat's raus. Was hab ich denn gemacht? Was habe ich getan? Bin ich hier so ein bisschen gegenlenken? So, jetzt Simon geht auf, Nico geht auf Angriff. Hey, was habe ich gedrückt? Was habe ich gedrückt? Kann mich irgendwie nicht mehr drehen. Ja, Nico, helf ihm mal, wie dreht man sich? Oh, ah, lol! Oh Gott! Nein! Klonk. So, irgendwo hatte ich mal vorhin Schubdüsen gesehen. Das sind die. Nee, das sind die falschen. Hä? Habt ihr... Habt ihr komplett belegt bis von 1 bis 0? Oh! Ja, von 1 bis 0, nein! Und Nico ist raus. Nico ist raus. Ich hab dich rausgewürfelt!
Oh Mann, ey. Oh. Hättest du mir das von Anfang an gesagt, nach einer Viertelstunde hatte ich ein Fahrzeug, was funktioniert. Und dann habe ich die anderen Blöcke da verwendet. Lukas, kurze Nachfrage. Yes? Du hast auch sofort die 1 gedrückt, oder? Ja, ich dachte so 1 und du fängst erstmal so eine Reihenfolge an und bist direkt irgendwie, keine Ahnung, nach China geflogen. Wir sind deswegen nicht rausgeflogen, weil wir uns gegeneinander geflogen sind mit 1. Juli, guck dir das mal an. Es ist keine Schubdüse an. Ey, das ist ausbalanciert. Ja, ganz klar. Guck. Ich mag diese Blöcke nicht mehr. Steht jeder in seiner Ecke? Yes. Gut, dann beginnt die nächste Runde in 3, 2, 1, los geht's. Luca, du musst dich auch bewegen. Ich probier's. Simon fährt einen Angriff. Nico auch. Simon und Nico konzentrieren sich hier. Warte, 9 war irgendwie speziell. Ja. Nein! Ich glaube, ich habe mein Game gecrashed. Nee. Ist dein Game gecrashed? Nee, aber ich dachte gerade, weil das hat sich gerade aufgehangen. Okay, Simon steht noch da auf der... Oh, jetzt muss jemand Angriff fahren. Angriff. Oh, jetzt bin ich runtergefallen. Also Nico, das hat vorhin beim Zeigen aber besser geklappt. Ja, brauchst du mir nicht sagen, danke. Weiß. Ah, ich hab's raus. Oh, ich bin raus, sorry. Simon! Hat die 2 bei euch eine Verbindung? Bei mir hat die keine Verbindung. Das war die 1. Ja, okay, Simon. So. Simon ist so eine Schildkröte. Ganz langsam tastet er sich ran. So, und jetzt Vollpower. Das ist Vollpower. Oh, nee, es gibt noch was Schnelleres. Nein, wo mache ich das aus? Wie geht es 5, 5, 1. Ey, die 1 ist so eine gefährliche Taste. Geht das aus? So, das war 7, oder? Was macht? Nein! Ey, stopp! Nico ist das. So ein Rotz. Ja, dann haben wir Simon und Just Draft im Finale. Ach stimmt, 2 Leben was. 3, 2, 1, go! Luca geht erstmal auf Angriff. Willst du denen irgendeinen kleinen Tipp geben, wie man es eigentlich richtig fährt? Du hast mich doch gesehen, nein. Hab ich nicht. Baut Räder dran. Wir machen nochmal eine Bauzeit, macht Räder dran. Genau. Ah, 5 Minuten. Aha. Boah, oh. Er ist schon über der Umrandung drüber. Simon muss jetzt nur noch rausschieben. Fahren. Ja, Luca, kannst du dich noch bewegen? Ja, noch, ich drehe mich noch. Alles gut. Ich bin noch im Rennen. Ich drehe mich noch. Ja, Simon, mit guten Schritten. Ja. Oh, ja. Oh, ja. Da ist Simon raus. Fuck. Da wollte dann Angriff fahren. Ich wollte mal testen, ob man die 1 auch im Angriff nutzen kann. Eigentlich ging es vor. Kann man, aber wenn man auf der Kippe steht. Bei mir bist du übrigens tatsächlich vor mir rausgeflogen, aber da kann ich halt nicht viel machen, wenn einer da hinterher kommt. Ich war zur Hälfte draußen, dann hast du dich verkeilt und bist über mich rübergeflogen. Luca hat noch 2 Leben, Simon noch 1. Die eventuell letzte Runde für das erste Fahrzeug startet jetzt. Okay, Luca geht's wieder recht langsam an. Ich bewege mich spannend. Doch jetzt. Ah, aha. Oh, nein. Oh! Nein! Wo bin ich denn hier?
So, also, wie komme ich hierher? Was mache ich jetzt? Gern, du bist ganz wenn weit du, weg von mir. Also was bei mir funktioniert hat, wenn du auf den Kopf fliegst, kannst du die 5 drücken zum Rückwärtsfahren quasi. Ja, dreht sich dann nur, dass ich da irgendwo anders hinfahre. Ja, nee, bei Justcraft, der... Ui. Oh, oh, und ja. Genau. Ein Nein, das heißt... Oh. Oh. Ja, jetzt hat jeder noch ein Leben. Ihr reizt es hier aber echt aus, ey. Wollen wir ja gar nicht. Ich würde alles tun, damit ich dieses Teil nicht mehr fliegen muss. Dann fahr freiwillig raus. Die letzte Runde in der ersten Runde... Ah, ich hab so eine Idee. Moment. Letzte Runde. Die erste Runde in der ersten Runde. Hm? Die letzte ja, Runde genau. Des ersten Drittels startet. Startet in 3, 2, 1, jetzt. Wie so ein Ameisenhaufen, der langsam... Ja, also sobald man ein ganz bisschen eine Schräglage bekommt, ist halt auch... Ja. Ja. Okay, ja, Simon liegt. Oi! Okay. Das war das letzte Leben für Simon. Oh, keine Chance, ey. Sobald du auf der Seite liegst, hast du weniger Chancen als alles andere. Die Seite ist schlimmer. Weil auf der Seite kannst du nicht mehr nach vorne. Du kannst nicht mehr nach vorne, weil du dann rausfällst, kannst du nach hinten, weil du dann auch rausfällst. Scheiß Würfel, ey. Mann, Nico! Ja, das war mein Nico hat. Das schlechtes Fahrzeug bis jetzt, ja. Ja, dein absolut schlechtestes. Musik oder erst Leo? Nee, nach dem Alphabet. Erst Luca. Warte. Bitte. So. Da habe ich einen schönen Schmangel zum Ende. Also, jetzt muss ich erstmal mein Auto suchen. Wo habe ich denn das? Habe ich das abgespeichert? Ja, das habe ich abgespeichert. Und zwar, das ist der Judah Lekaschten. Warum bauen eigentlich alle Würfel heute? meiner kann fahren. Meiner kann auch schießen, oder? Tja. Sehr gut. Sehr gute Altkasten, ja. Und in dem ist, glaube ich, auch ein bisschen mehr Action drin, aber lasst euch überraschen. Ich kann das gerne nochmal zeigen, wenn ich mich hinsetzen darf. Nein. Gut. Ich komme hier nicht mehr raus. Ja, Sekunde. So. Danke. Die Wand ist eingerissen. Warte, ich würde das nochmal ganz kurz neu spawnen. Also, erste Runde hat Luca gewonnen. Schauen wir mal, wie es in der zweiten Runde aussieht. Jeder steht jetzt vor Lukas Fahrzeug und die erste Runde beginnt in 3, 2, 1, einsteigen. Wow, ich drücke erstmal einen Knopf. Oh ne, warte, das war auf der falschen Taste. Oh Gott, wo waren das nochmal? Ah, hier war das. Oh mein Gott. Ich habe bis jetzt noch keinen Knopf gedrückt. Das sollte ich mal machen. Oh, Simon probiert aus. Okay. Ah, Nico. Alles gut. Ich probier mal einen Knopf, okay. Was macht der? Ah, das wäre meine... Nein. Das wäre die bessere Bremse gewesen. Okay. Keine Verbindung. Sehr schön. Okay. Was passiert hier? Nein. Oh, nein. Jawohl. Oh. Warum hat's vorne nur einen, der schießt? Was soll denn der Scheiß? Was passiert hier? Nein, ich hab die 4 nicht gelegt. Ich hab irgendwelche Schubtüren. Oh, Alter. Moment. Nee, der ist noch drin. Der hat noch heiß. Was macht Nico da? Der ist noch heiß. Kann noch bin ich drin? Oh, Moment mal. Jetzt, die 5. Nico ist einfach out of Oh, Justcraft ist raus. Justcraft ist raus. Auch er ist der Erste, der mit seinem eigenen Fahrzeug als erstes raus ist. Ist ja interessant, was ihr hier macht. Simon und Nico haben 2 Leben. Luca hat 1. Die nächste Runde beginnt in 3, 2, 1. Los geht's. So, jetzt ist wenigstens ein bisschen Action mit dabei, denn der Würfel, das ist nämlich kein Würfel, weil das ist nämlich ein Würfel, der Räder hat. Da kriegt man hier die Krise. Ja, nein. Simon steht aktuell gut da. Habe ich jetzt alle... Oh, schiebt Simon Justcraft raus. Sag mal, kann es sein, dass
Ja, hab ich. Das auf der einen Seite der Piste angeschlossen ist. Ja. Als ob! Was macht ihr? Was macht ihr eigentlich? Auch in der zweiten. Nico! Ich hab keinen Bock mit meinem eigenen Auto. Ja, auch wie in der Runde zuvor ist Justcraft mit seinem eigenen Auto als erstes raus. Ja, dann stellt euch mal auf, ihr zwei. Kann ich so bleiben? Oh, hier ist ein Loch. Es hört sich besser als erwartet. Das Finale in dieser Runde beginnt. 3, 2, 1, jetzt. Halt rum, Moment. Oh, nö. Nico, fahr so weiter, fahr so weiter. Auf den Kopf. Oh, ja gut. Lol, wieso hat Nico mehr Power? Oh, oh. Und Nico wird wieder umgeschmissen. Jetzt hat er seine Lieblingsposition. Ja. Zeitlang. Huch! Ist da ein Loch in dem Ding da oben? Ja, das habe ich mir auch schon ein paar Mal gefragt. Okay, okay. Simon, es liegen beide auf der Seite. Oh, 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 es sieht eng aus für Nico. Ah, nee, er kann sie noch halten. Kann es sein, dass du auf der einen Seite vergessen hast, Pisten zu machen? Ja, das hält mir auch gerade auf. Jetzt weiß ich auch, warum dieses eine Ding nicht connected war. Ey, Simon, sag mal. Kannst du einfach rausgehen? Was macht ihr da? So, oh, kann, raus! Geht, kann, ja. Okay. Der ist ganz raus bei mir. Ja. Keine Chance, ey. Weißt du, warum baut eigentlich solche Mistautos? Ey, das war qualitativ hochwertig. So, beide bereit. Zwei Leben noch für Nico, eins für Simon. Die nächste Runde in 3, 2, 1. Los geht's! Boah! Boah! Nico auf Vollangriff! Und Nico raus. Ich bin. Nee, ich nein, hab noch einen Reifen. Nein, ein Reifen ist noch drin. Ein Reifen habe ich noch drin. Nee, aber falsche Taste. Moment. Wird sich da vergeilt. Lass mich! Ja, jetzt ist er raus. Boah, das Kicken. Boah, das war ja mega gerade. Ja, auch in der Gruppe reizt ihr es natürlich voll aus. Jeder hat noch ein Leben. Oh Gott. Justcraft rastet aus. Also gut, die letzte Runde in dieser Gruppe beginnt in 3, 2, 1, los geht's! Nico auf Vollangriff. Boah! Da hat's mir kurz einen Deck gegeben. Oh oh. Warte, wir sind ineinander verkeilt jetzt. Oh nein. Ja, sind wir. Oh ja, oh ja, oh ja. Ey, das ist unfair! Oh ja, lass ich mich raus! Also wirklich! Was soll der Scheiß jetzt? Boah, alles leckt! Alter! Ach Mann, ey! Ja, dafür trumpfst du jetzt aber mit deinem eigenen. Ach du Scheiße! Was ist das denn? Ja, das ist Simons Fahrzeug. Also, hier, wie hießen diese gelben Dinger, wo man immer dasselbe eintippen musste? Also, das waren so runde Dinge, so, und die hatten so verschiedene Farben, da musstest du immer draufdrücken. Das waren so Sensoren, und wenn du irgendwie falsch gedrückt hattest. Okay. Ich weiß nicht mehr, was das war. Hier liegt irgendwo ein Block rum. Ja, das ist Simons Fahrzeug. Mhm. Die letzte Gruppe. Jetzt bin ich mal gespannt, ob auch hier Simon als erstes rausfliegt. Darf man mal drehen kurz? Klo schon mal setzen? Da gibt's ja nichts zu sehen. Achso, ja klar, drehen. Ja. Logisch. So, ja, meine, also jeder... Hier hinten gibt's ein Klo, da kann man sich reinsetzen. Man sieht ja nichts. Man sieht keine Knöpfe und nichts. Achso, ja, dann hockt euch ins Klo rein. Okay, die Klo-Qualität ist 1A, wenn ich das mal dran sage. Also, letzte Gruppenrunde mit Simons Fahrzeug. Ich bin schon sehr gespannt. Ich habe das Finalfahrzeug ja noch nicht gesehen. Ja. Die Runde beginnt in 3, 2, 1, los geht's! So, wie schaltet man das Disco-Licht jetzt an? So. Okay, ja. Okay. 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 Also. Gibt's hier irgendwie Schubdüsen? Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ich seh nix, ich seh nix. Gas geben. Jo.
Alter, ich bin hier, ich fühle mich gerade richtig wie in einem Disco. Oh! 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 Ah. Was? Was macht's? What the fuck? Ja! Leon, nicht Leon. Leon ist raus. Leon? Keine Verbindung? Okay. Ja, Luca ist raus. Oh Gott, ey, da kriegst du ja Epilepsie okay, oder was. Ich hab's übrigens überlegt, ob ich das oder wie ich das nenne, und ich denke mal, das ist das Disco-Drom. Das Disco-Drom. Ich muss schon sagen, also es sieht einfach geil aus, wenn man fährt, oder? Ja, vor allem hier oben, wenn du auf der Brücke stehst und du siehst einfach die drei Autos gleichzeitig. Gut. Alle drei sind bereit. Nico und Simon haben 2 Leben. Luca noch 1. Oh Gott. Nächste... ja, das die ist nächste die 5, wa? Nee, das ist die... Das ist die 7. Ist egal, nicht testen jetzt. Oh nee, das war doch die 8. Ja, hab ich gedacht. Okay. Mein Trollschalter hat gesucht. Ja. Das dürfte doch nicht in der Pause machen, das ist doch langweilig. Ja, eben. Ich hab den ja schon während des Kampfes gefunden. Der ist viel, gell? Gut, dann so die nächste Runde in 3, 2, 1, los geht's! Wow! Hier wird nicht angeschnackt. Oh! Da hat Simon einen kleinen Angriff gefahren. Ja, man merkt schon, dass Simon deutlich. Leon, sage ich schon, mein Gott, Luca. Können wir das bitte nochmal wiederholen, dass hat niemand gesehen wird jetzt. Nico ist raus. Ich glaube, Simon hat den Tipp am besten umgesetzt. Nee, ich habe einfach Vollgas gegeben und ich wollte eigentlich Simon treffen, aber habe ich nicht. Ach so, okay. Luca hat ein Leben, Nico hat ein Leben. Simon hat noch alle beide. Ein Wunder. Die nächste Runde in 3, 2, 1, los! Nico ist wieder auf Angriff hier. Man sieht immer, wann die Leute Gas geben, das ist schon interessant. Nee. So, lass mich. Oh, ja, Nico legt sich wieder hin. Ja, ich schlafe. Ich schlafe eine Runde. Oh! Alter, jetzt habe ich mich gerade aufgestellt. Oh! Simon, was hast du für den Fall hier? Den habe ich nicht. Manche wurden nicht einkalkuliert. Ich einfach mal mit der 1. Ja. Mal ganz kurz drücken und dann passt. Ist echt lustig. Man sieht direkt, wann die Leute Gas geben und wann nicht. Ja, ist richtig. Boah, ja. Das war knapp, Nico. Und gleich auf der anderen Seite, so schnell komme ich gar nicht hinterher. Ja, die Schubdüsen sind fies. Ah, der ist draußen. Der ist draußen. Ja. Oh, Leute, ihr macht's spannend. Fuck! So, alle bereit. Ich seh's. So, dann geht's. Letzte Runde. Es ist richtig. Und für wen, wissen wir gleich. Und zwar in 3, 2, 1. Los geht's. Nee, ich los geht's. Ich fand nicht ganz in der Ecke, aber okay. Simon? Na? Komm, ja. Nein. Wenn das schafft hierher, dann ist okay. Ich seh halt nichts mehr. Och Mann, ey. Wo ist er? Ach, da hinten. Wo bist du? Da hinten. Du hast noch nicht den Boden berührt. Latsch. Hast du den Boden berührt? Ja, es folgte ein kleiner Rage Grid von Simon an dieser Stelle. Das Ganze wollte ich euch jetzt aber nicht ins Video schneiden. Deshalb, geht's weiter mit dem Finale. Es ist aber auf jeden Fall die letzte Runde, weil ihr habt beide ein Leben. Mhm. Und wer das Ganze gewinnt, denn ihr habt auch beide in der Gruppenbewertung ein Leben, ein Punkt. Das heißt, es entscheidet auch, wer die Folge gewinnt. Gott. Das Interessante wäre nämlich gewesen, ich hätte nämlich keine Ahnung gehabt, wenn jetzt Simon gewonnen hätte, was dann gewesen wäre. Dann hätte jeder einen Punkt, dann wäre es ausgeglichen. Okay, sehr gut. Gut, also, die letzte Runde für heute beginnt in 3, 2, 1, los geht's!
Oh, 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 Nico will's wissen. Keine Fehler machen. Okay, das ist sehr eng dahinter. Nein! Oh. Das war ein Fehler. Luca hat diese Runde gewonnen! Und ich damit nicht mal gewonnen. Die Folge! Nico fährt gleich nochmal raus. Ja. Herzlichen Glückwunsch, Luca! Dankeschön, aber darf ich das Auto abspeichern? Ich finde das irgendwie witzig. Ja, natürlich, du darfst alles machen. Jo, diese Folge hat Luca gewonnen. Herzlichen Glückwunsch nochmal an dich. War auf jeden Fall in meinen Augen eine sehr lustige Folge, denn man weiß einfach nicht, was das Fahrzeug macht. Vor allem, wenn man auch noch ein schlechtes baut. Ja, so wie du, meinst du? Mhm. Gut, ja, Nico, nächste Runde wird besser. Ach nee, da bist du der Moderator. Ja, okay, dann wird übernächste Runde besser. Wir verabschieden uns auf jeden Fall. Schaltet auch nächste Woche wieder ein. Da ist dann Nico wieder der Moderator. Bis dahin wünschen wir euch was. Ich wink schon mal hier. Ja, Nico winkt hier. Wir wünschen euch was. Bis dann. Tschüss.